Colorbook. 1. Lebte ein alter Mann mit einer alten Frau. Oh, nicht schon wieder. Schatz. Was? Back uns doch bitte ein kleines Brötchen Colobock. Woraus soll ich das denn machen? Wir haben kein Mehl mehr, seit Tagen schon. Komm schon, kratz die Fässer aus. Wisch die Boxen aus. Ich bin mir absolut sicher, dass du noch genug Mehl finden wirst. Wie schlau von dir. Auskratzen und auswischen, Schatz? Und wie Opa das sagte, hat Oma das gemacht. Und sie backte einen Colorbook. Jetzt bist du noch ganz heiß. Ich stell dich jetzt hier nach draußen, dann kannst du kühlen. Geht doch. Aus dem Weg. Colorbock, mein Liebes, wo bist du hingegangen? Colorbock! Colorbock! Komm zurück, mein Liebes! Colorbock! Und Colorbock rollte viele Wege und Abzweigungen entlang. Und er stieß auf einen Hasen. Hey, wer bist du? Und wer bist du? Ich? Ich bin ein Hase. Und wer bist du? Ich bin Colorbock. Colorbock? Wirklich? Hier bin ich. Ah. Colorbock, Colorbock. Ich werde dich essen. Nein, iss mich nicht. Ich werde ein Lied singen. Oh, Colorbock! Okay, sing. Okay. Aber ganz leise. Ich bin Colorbock. Ich bin Colorbock. Ich habe eine schöne braune Kruste. Aus den Boxen wurde ich gewischt, aus den Fässern wurde ich gekratzt. Ich wurde mit Sahne gemixt und auf dem Fenster ausgelegt. Und von Opa bin ich geflüchtet. Und von Oma bin ich geflüchtet. Und vor dir, du langköpfiger Hase, werde ich jetzt auch wegrennen. Ich versteh's nicht. Er ist weg. Also rollte Colorbock weg. Und das war das letzte Mal, dass der Hase ihn sah. Colorbock rollte und rollte. Und traf auf einen Wolf.
Stopp! Haha! Kolobok! Kolobok! Ich werde dich essen! Oh nein, mach das nicht! Ich schmecke gar nicht! Ich bin ein Allesfresser! Und ich? Naja, lass mich dir ein Lied singen. Ein Lied? Ernsthaft? Ja. Ich bin Kolobok. Ich bin Kolobok. Ich hab ne schöne braune Kruste. Von den Boxen, die aus den Fässern wurde ich gekratzt. Mit Sahne wurde ich gemixt und an dem Fenster ausgelegt. Und von Opa bin ich geflüchtet. Und von Oma bin ich geflüchtet. Und vor dem Hasen bin ich geflüchtet. Und vor dir, großer Wolf, werde ich jetzt wegrennen. Und so rollte Kolobok weg. Und das war das letzte Mal, dass der Wolf ihn sah. Kolobok! Kolobok! Oh, wow! Wunderschön! Kolobok rollte weiter. Und wurde von einem Bären gefischt. Kolobok, Kolobok, ich werde dich essen. Du hast so viel Zeit, mich zu essen. Aber lass mich dir erst ein Lied singen. Soll ich? Ja, mach. Aber sing nicht zu lange. Ich habe schon seit dem Morgen nichts mehr gegessen. Ich bin Kolobok, ich bin Kolobok. Ich hab eine schöne braune Kruste. Aus den Boxen wurde ich gewischt, aus den Fässern wurde ich gekratzt. Und ich wurde mit Sahne gemixt und auf dem Fenster ausgelegt. Und von Opa ist er geflüchtet. Und von Oma ist er geflüchtet. Und von Hasen ist er geflüchtet. Und vom Wolf ist er geflüchtet. Und von dir, du haariger Bär, werde ich jetzt auch wegrennen. Oh. Du. Ich werde dich schon kriegen. Und Kolobok rollte weg. Das war das letzte Mal, dass der Bär ihn sah. Kolobok, du bist so süß. Und du riechst so gut. Jungs. Möglicherweise könntest du ja etwas für mich singen. Ja, ich kann sehr gut singen. Könntest du ein einziges Mal für mich singen, für den armen Bein? Nein, nein, nein! Ich bin wirklich sehr müde. Ich flehe dich an. Okay. Ich bin Kolobok, ich bin Kolobok. Ich hab ne schöne braune Kruste. Aus den Boxen wurde ich gewischt, aus den Fässern wurde ich gekratzt. Und ich wurde mit Sahne gemixt und auf dem Fenster ausgelegt. Und von Opa bin ich geflüchtet. Und von Oma bin ich geflüchtet. Und vom Hasen bist du weggerannt.
gerannt. Und vom Wolf bist du weggerannt. Und vom Bär bist du weggerannt. Und von dir, du schöner Fuchs, werde ich jetzt auch wegrennen. Oh, bravo, bravo, bravo. Brillant. Ja, aber ich kann dich nicht wirklich hören. Ich bin ja schon so alt. Komm, setz dich auf mein Gesicht und sing noch mal. Renn, renn, renn. Was? Setz dich auf mein Gesicht. Und sing dein Lied nochmal. Na klar, ich bin Colorbook. Bevor Colorbook sein Lied beenden konnte, hat der Fuchs ihn gegessen. Und das passiert Kindern, die von zu Hause wegrennen. Das ist das Ende und jetzt ist es Zeit zu schlafen. Eine Bärengeschichte. Ich erzähle euch heute drei Geschichten über einen Bären, dem König der Tiere in der Taiga. Der Frühling zog in die Taiga, wo ein Bär in seiner Höhle schlief, den ganzen Winter lang. Und im Frühling schmilzt der Schnee. Es ist Frühling, aber hier ist nichts zu essen. Warum trägt das Eichhörnchen Streifen auf seinem Rücken? Nicht mal eine Beere, noch eine Nuss. Oh. Auf der Suche nach was Essbarem zog es den Bären weiter in den Wald hinein. Oh, hier ist was! Aber essbare Dinge wie Beeren und Nüsse waren noch nicht reif. Dann entdeckt der Bär einen alten Baumstumpf. Oh, ich muss mich ein bisschen ausruhen. Doch in diesem Baumstumpf lebte ein Eichhörnchen. Und der Bär zerstörte diesen Stumpf beinahe. Hä? Ist da jemand? Komm raus! Ah! 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 Hallo, Papa Bär. Was kann ich für dich tun? Hallo, Eichhörnchen. Hast du vielleicht was zu essen für mich? Ein Moment. Seit dem letzten Herbst lagerte das Eichhörnchen Beeren und Wurzeln in seinem Bau. Warte, hier ist was. Das Eichhörnchen rannte vor und zurück, vor und zurück. Hier und hier und da und hier und da und hier und... Oh.
Das ist alles, Bär. Mehr habe ich nicht. Ich brauche auch nicht mehr. Ich bin satt. Du bist zwar klein, Eichhörnchen, aber du bist sehr lieb. Was ist passiert? Ich habe dir auf den Rücken geklopft. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Nun, jetzt ist er weggerannt. Danke dir, Eichhörnchen! Ja, und seitdem haben Eichhörnchen Streifen und ihre Kinder und ihre Kinder und ihre Kinder. Und wenn man sie fragt, woher sie diese wunderschönen Streifen haben, dann antworten sie: Ah, von Papa Bär natürlich! Und nach dem kalten Frühling kam ein warmer Sommer mit viel Beeren, Honig und Nüssen. Oh, ist das heiß! Es gab jede Menge zu essen, aber es war extrem heiß. Somit musste der Bär kühlen Unterschlupf unter Bäumen suchen. Warum Karpfen flach sind. Einst lebte ein Karpfen in einem See. Er war ein gemeiner Tyrann. Und eines Tages kam der Bär zum See. Hallo Bär, was führt dich hierhin? Hallo Karpfen, ich möchte ein bisschen Wasser trinken. Es ist so heiß. Mein Fell ist auch so heiß. Die Sonne ist ganz schön heftig. Dann komm zu mir ins Wasser. Es ist so schön kühl hier drin. Nein, danke. Leb du mal schön im Wasser. Ich bleib hier auf dem Land. So ist es. Jedem das Seine. Also ich kann auf dem Land und im Wasser leben. Hier und da, hier und da, hier und da. Ich kann auch hier und da leben. Will ich aber gar nicht. Lass uns drum wetten. Du kommst zu mir ins Wasser und ich komm zu dir ans Ufer. Der Gewinner ist der, der länger durchhält. Was sagst du da? Du willst, dass ich mit dir diskutiere? Schwimm weg! Du hast Angst. Wer, ich? Ja, sicher. Was für ein Bär. Na gut, dann schau mal. Hier bin ich. Jetzt bist du dran. Was für ein böser Fisch. Doch der Bär mochte es weder sich zu baden noch zu waschen. Nun mach schon, komm schon. Kein falscher Stolz. Geh ins Wasser und mach dir die Krone nass. Ich will dieses Kräftemessen nicht mehr. Das ist zu viel. Ich wäre fast wegen diesem Fisch ertrunken. Ah, wie so ein Trottel. Du bist ein Verlierer. Du bist ein Feigling und schwach. Und ich bin klein und so stark. Und somit wurde aus dem dicken und runden Karpfen ein flacher Karpfen. Dann versuch mal in dieser Form zu schwimmen. Schämt sich ja sowieso nicht. Der Fisch so. Lass uns unsere Kräfte messen. Tauch, komm schon. Wie findest du das? Und seitdem sind alle Karpfen flach. Genau wie ihre Kinder, deren Kinder und ihre Kinder. Und somit wurde aus dem grünen Sommer ein verregneter, gelber Herbst. In den Himmel ragten Pinienbäume, die ihre gesunden Nüsse abwarfen. Einige Vögel flogen in den Süden, andere hingegen blieben zu Hause.
Um in den kalten Wintertagen in der Taiga zu überleben, musste sich der Nussknacker mit Nüssen eindecken. Warum Nussknacker schlank sind. Unser guter alter Freund der Bär schlich ebenfalls durch die Taiga und schüttelte viele Zedernbäume, um genügend Nüsse für den wohlverdienten Winterschlaf zu sammeln. Oh, das ist viel zu anstrengend für einen alten Bären wie mich, diese ganzen Kiefernzapfen aufzuheben, wenn die sich doch selber einsammeln könnten. Oh, das ist es. Guten Nachmittag, allerliebster Bär. Hallo, Nussknacker. Was machst du mit den ganzen Zapfen? Ich dachte, ich bring dir mal den besten Zapfen, den ich habe. Und ich kann dir auch noch 10 weitere bringen. Hier gibt es doch so viele. Hilf mir mal lieber, diese ganzen hier einzusammeln. Selbstverständlich helfe ich dir, mein Lieber. Aber schau mal, hier gibt es so viele Zapfen. Das schaffe ich unmöglich alleine. Soll ich mal all meine Brüder, meine Schwestern und meine Freunde fragen? Na sicher darfst du das. Frag sie alle. Hey. So, Vögel. Und jetzt alle Mann die Zapfen aufheben. Hey, gepunktete Vögel, wo seid ihr? Oh. Dies hier gehört auch mir. Dummerchen. Oh, du bist ein harmloser Vogel. Okay, viel Fraß. Egal. Du wirst niemals so dick werden wie ich. Was soll's? Ja! Die, die geizig und listig sind, können niemals glücklich sein. Mensch, das ist toll. Richtig gut. Und seitdem sind alle Nussknacker und ihre Kinder und deren Kinder immer rank und schlank geblieben und haben auch niemals an Gewicht zugenommen. Schaut mal, der Bär verschwand, um den Winter wieder in seiner Höhle zu verbringen. Und das groß und dick. Und so funktioniert keine Waldgeschichte ohne den Bären. Das ist der Grund, warum er der König der Taiga ist. Es war eine stürmische Nacht. Bei diesem Wetter möchte man keinen Hund vor die Tür schicken. Hey, wer ist da? Was für ein Wetter, mit einem Wort. Strömen! Ja, wenn der Winter kommt, wird es noch schlimmer sein. Wir sind tot. Dann bleiben wir zusammen. Der Hase und ich sind 200 Jahre zusammen. Ich liebe. Wenn wir zu dritt sind, wird es viel einfacher sein. Ja, den Winter zu verbringen. Ja, es wäre aber schön, ein Haus zu bauen.
Es war aber schon. Aber wir wissen nicht wie. So haben sie sich kennengelernt. Ja, dieser Regen hört nicht auf, bis der Horn kräht. Was für ein... Hui, wo bin ich? Im Wald natürlich. Aber wie bist du? Hergekommen, ich bin auf Reisen. Ich fliege nach Süden. Ich habe es satt, auf einem Bauernhof zu leben. Der Bauer wollte Hannensuppe kochen. Und diese Hannensuppe macht mich... Weißt du was? Bleib mit uns denn über den Und vielleicht Winter. Weißt du... Wie man ein Haus baut. Ein Haus? Kinderleicht. Es ist einfach wie ein Ei. Sie begannen zusammen zu leben und sich auf den Winter vorzubereiten. Der Bär hat ein Bienenhaus gebaut mit vielen Bienenstöcken, um im Winter Honigtee zu trinken. Der Wolf fängt Fische am Fluss, um sie zu räuchern und zu trocknen. Und der Hahn, er bewachte den Garten. Nun, Freunde, es wäre schön, eine Kuh zu kaufen. Ja, ein Kuh ist gut. Milch, Butter, Fleisch. Da ist die Idee, Freunde. Aus Milch machen wir Butter, das wir im Winter essen können. Ja. Und sie beschlossen, einen Kuh zu kaufen. Na, du Hase, sei nicht traurig, während wir weg sind. Der Hase blieb, um das Haus zu kümmern. Ika, Iki! Erschmeckt. Oh, wow! Sie verkaufen die gesamte Hühnigernte und auch 20 Bienenstöcke. Und sie kaufen eine Kuh. Jeden Morgen brachten der Wolf und der Hase die Kuh auf die Weide. Sie schöpften die Sahne aus der Milch und schüttelten sie zu Butter. Dieses Butter, meine Freunde, wird am besten auf den Dachboden gelagert. Man darf es jetzt erfassen. Niemand. Im Winter werden wir es nach und nach verwenden und braten Kartoffelchen dein Braten. Probieren? Wenn der Winter kommt, werden wir probieren. Bis dahin, nein. Und fragt nicht mal. Ja, naja, natürlich. Regeln sind notwendig. Am Ende des Herbstes, sie hatten einen Topf voller Butter. Hallo, meine Lieben, guten Abend. Woher? Kommst du? Ich bin eine Verwaiste, ganz allein auf der Welt. Ich kann nirgendwo hin und alles, was ich besitze, ist nur ein leerer Kuh. Kann ich bitte bleiben und mit euch leben? Ja, es ist schwer, allein zu leben. Ja, genau. Der Hase und ich sind 200 Jahre zusammen. Wie Pech und Schwefel! Nun, dann bleib bei uns, Fuchs. Es ist bekannt, meine Freunde, das Kollektiv ist eine große Kraft. Und so begann die Fuchs mit ihnen zu leben. Sie hat sich sehr nett und freundlich verhalten, versuchte es allen recht zu machen. Kommt der große, böse Wolf und beißt dich in die Seite. Wieso ist so immer der Wolf schuldig? Ja, Schnee. Vielleicht ist es schon... Zeit! Unsere Butter vom Dachboden zu holen. Wir sollen definitiv nicht eilig sein. Es ist noch nicht Winter. Es ist zu früh. Und morgen könnten wir... Wenn morgen kommt, werden wir wieder darüber nachdenken. So hat die Fuchs von der Butter erfahren. Butter. Sie werden keine Butter bekommen. Hey, ist
die Wausenfuchs zu Hause. Sie ist zu Hause. Sie wird zurück bald sein. Sage, sie soll zu den Dachseln auf einen Geburtstagparty kommen, einen Namen für das Baby auszudenken. Wir werden es sagen, ganz bestimmt. Fuchschen, du wurdest eingeladen, einen Namen für den Dachsjunges auszudenken. Ach, gut, dann sollte ich gehen. Das ist ihre Geburtstagparty. Ich habe sie ausgetrickst. Die Fuchs hatte eine große trockene Baumhöhle entdeckt und die Butter dort versteckt. Also, was hast du dort gegessen? Gebratenen Fischkuchen mit Füllung und geschmolzene Butter. Und welchen Namen hast du dem? Dem Dachsjungen gegeben. Am nächsten Tag sagte die Fuchs: Ich war mal wieder zu einer Geburtstagparty eingeladen. Nun, welchen Namen hast du diesmal gewählt? Mittel. Und am dritten Tag nahm die Fuchs den letzten Teil der Butter. Nun, wie heißt das heutige Baby? Schluss. Endlich kam der echte Winter. Vielleicht ist es heute der Zeit, unsere Butter zu essen. Es ist schon... Klingst du befällig? Ja, jetzt ist die Zeit gekommen. Hey, Fuchs, hol die Butter vom Dachboden weg. Ich... Dann wurde der Fuchs schlau und zwielichtig. Oh, so habe ich mein ganzes Leben nicht noch geklettert. Oh, es ist so schwer. Meine Beine handeln mich nicht. Ich fürchte, dass ich hinfallen werde. Oh, hier gibt es keine Butter. Aber wo ist die Butter? Dies ist ein geheimnisvolle Vorfall. Ich wollte so gerne diese Butter essen. Es ist notwendig, den Dieb sofort zu finden und ihn zu bestrafen. Ja, finden und bestrafen. Ja, genau, aber wie? Lass uns ein großes Feuer machen und uns darum herumlegen. Der Bauch desjenigen, der unsere Butter gegessen hat, wird wegen der Hitze etwas ausschwitzen. Aus dem Bauch? Einfach wie ein Ei. Wachen Sie auf! Seht mal, was ist das? Du bist das also? Seht mal! Das ist der, der unsere Butter gegessen hat! Oh, wie ist das passiert? Problem, Hilfe! Ich habe eure Butter nicht gegessen! Wie hast du nicht gegessen? Und was ist das denn? Hier ist es, unsere Butter! Nein, ich habe es nicht gegessen. Glaub mir, meine Freunde. Wir sollen es noch einmal überprüfen. Nichts musste überprüft werden. Alles ist klar. Wir müssen es nicht überprüfen. Alles sollte immer doppelt überprüft werden. Bestimmt. Kommt alle näher ans Feuer. Ich habe eure Butter nicht gegessen. Ich habe es nicht gegessen. Habe ich es nicht gesagt? Der hat unsere Butter gegessen. Aber wie kann es sein? Weg! Verschwinde morgen aus unserem Hof, Bär! Wir brauchen ja keine Diebe. Wofür? Ich habe es nicht gegessen. Ich bin ein Fremder unter meinem geworden. Ja,
raus aus unserem Hof. Los, los, verschwinde von hier. Los, los, raus. Seht mal, hat sich angewöhnt, unsere Butter zu stehlen. Ich gehe Schnee schaufeln. Ja, und wir gehen... Holz hacken. Ich hörte diese Geschichte von meinem Großvater, da sie von seinem Großvater hörte. Einmal hatten wir als Hauptmann in unserem Dorf einen pensionierten Oberst namens Samsonow Alexei Chrisanfowitsch. Ein Held, Brust voller Medaillen. Er hatte alles, der Rang, die Titel, Anwesen wie einen Palast aus Stein. Und Respekt der Dorfbewohner. Das Einzige, was er nicht hatte, war ein Kind. Seine Frau Marina Fjodorovna war darüber sehr traurig. Dann sagte ihr eine Zigeuner-Wahrsagerin, dass es gibt es im Fluss Don einen Zauberfisch. Wer diesen Fisch isst, wird ein Kind gebären. Wenn es ein Sohn ist, dann gut, aber wenn es eine Tochter ist, sollte sie einen dritten Bräutigam heiraten oder gibt's Ärger. Marina Fjodorovna hat ihrem Mann natürlich das Ohr abgekaut. Hol mir den Fisch und das war's. Der Oberst schickte seine Kasaken zum Fischer. Auf dem Rückweg haben sie eine Abkürzung genommen, damit der Fisch nicht verdirbt. Aber es war dort ein schlechter Ort, ein böser Ort. Ging aber alles gut aus. Am Rande des Dorfes lebte eine Witwe, hatte einen Ruf als beste Köchin auf Don. Die Kasaken lieferten ihr den Fang. Und der Fisch ist so lecker geworden. Nun, warum nicht versuchen? Der Fisch hat sich wirklich als zauberhaft erwiesen. Marianne Fjodorovna gebar eine Tochter von solcher Schönheit, dass der Oberst vergaß, dass er auf einem Erben hoffte. Niemand erinnerte sich, was die Wahrsagerin sagte. Die Witwe Köchin brachte auch ein Kind zur Welt, nur einen Jungen. Gar die Katze, die Fischknochen fraß, gebar ein außergewöhnliches Kätzchen. Der Oberst und seine Frau äußerst verehrten ihre Tochter Elisabeth Alexejewna. Um sie herum sind Kinder, Mädchen und Gouvernanten. Die besten Lehrer unterrichten sie in Manieren, Musik, Tanz und natürlich Französisch. Sind sie doch Adlige. Und sie wurde so eine Schönheit. Die Witwe gab ihren Sohn Steppen bei ihrem Vetter, dem Schmied, in die Lehre. Der Junge war klug, er hat sich wirklich für das Handwerk begeistert. Bald wurde er selbst Schmied und nahm der Katze als Gehilfe.
Eines Tages sah die Tochter der Obersten den schönen Schmied und verliebte sich in ihn. Ein junger Graf umwarb sie und wurde abgewiesen. Sie lehnte auch einen ausländischen Baron ab. Der Schmied war der einzige, von dem sie träumte. Dann ist es Lises Geburtstag. Und was weißt du? Der dritte Freier tauchte auf. Die Teufel rächten sich für die erfolglose Brautwerbung am ganzen Dorf. Der Morgen kam, aber es war noch dunkler als Mitternacht. Also versammelte der Oberst alle Dorfbewohner zu einem Treffen über einen himmlischen Kataklysmus. Damals kam General Kuropatkin zu einer regionalen Inspektion und beschloss, bei unserem Dorf vorbeizuschauen. Was ist denn los, Alexei Chrysanthovich? Ein heller Tag überall und du hast hier schwarzeste Nacht. Nun, die Teufel haben das ganze Licht gestohlen. Teufel oder nicht, alles muss in Ordnung sein. Meine Brüder, jeder, der dieses Übel bekämpft und das himmlische Licht zurückbringt, erhält einen Orden und meine Tochter Lisaweta Alexejewna zur Frau. Nun ja, ich werde es versuchen. Ist das Mädchen es wert? Hier ist sie, meine Lieschen. Ja, sie passt, also gut. Gib mir etwas Wasser. Nein, ich brauche viel mehr. Brücke. Ich bin Schmied. Gib die Lichter zurück oder ich breche dich und deine Brücke. Nein, kämpfen wir. Na gut, du wirst das Feuer sein und nicht das Wasser. Mal sehen, wer gewinnt. Zerstört unsere Brücke. Ich, der Schmied, gib's die Sterne zurück sofort. Ich zeige dir. Ruhig, da war schon ein Heiß. Besser du verwandelst dich in einem Stein und rollst bei den Berg runter. Wenn ich runterfalle, du gewinnst. Wenn nicht, gib die Sterne zurück.
nicht meine Brücke ab. Der Schmied, ich kam wegen der Sonne. Gib es mir zurück. Ich will nicht. Lass uns kämpfen. Bist du verrückt? Ich habe schon mit zwei von euch gekämpft. Mal sehen, wer am lautesten pfeifen kann. Du bist ein guter Pfeifer. Jetzt bin ich dran. Schließ nur deine Augen. Sonst springen sie dir aus dem Kopf. Hier ist meine Pfeife. Und hier ist noch eine. Wo hast du denn so Pfeifen gelernt? Das ist das Leben. Alles ist besser mit der Sonne. Gute Arbeit, Schmied. Hey, der Teufel im Dorf auf Don stahl die Sonne und der Mond. Hätte er das nicht getan, wären die Hörner noch intakt. Jetzt in seinem Mund legt mein Schatz, heirate mich. Oder wenn mein Mutter geht, Teufel, dann heiratet mich. Ritt der Teufel durch den Wald und er führt zum Dämon. Und sie hatten so viel Spaß, bis zum Morgen laut war. Es gibt zwei Plaketten über Fluss, wird bald eine Brücke geben. Lass sie uns der Schmied, sie kennenzulernen. Ein Held, großer Held. Schwiegersohn? Mein Steffi. Was war das für eine Hochzeit? Die Gäste kamen aus allen Teilen des Donfluss. Sogar General Kuropatkin war da. Tschüss, die Braut! Hahaha! Stepans Mutter war natürlich auch da. Und ihr Vetter, der alte Schmied. Und Prinzen und Grafen. Und einfache Bauern, alle waren da. Der Großvater meines Großvaters war auch da. Er trank den ganzen Honig und das Bier aus und ließ nichts für mich übrig. Stepan und Lisaveta lebten glücklich bis an ihr Lebensende zur Freude aller. Sie heuerten der Teufel an, um für Ordnung zu sorgen. Manchmal ist sogar die Höllenbrut nützlich, um einige Leute zu erschrecken.